Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fred & Bo. Jo, wir sind jetzt aus diesem wunderschönen, komischen Wald entkommen und gleich bei den Gruselschwestern, wie es aussieht, gelandet. Ja, ich habe hier noch gar nicht umgesehen, das weiß ich noch. Erstmal wieder reinfinden, das Spiel ist auch schon wieder ein bisschen länger her für mich. Gab halt ein paar wichtigere Sachen jetzt in den letzten Wochen zu tun. Da lege ich mich nicht rein. Ich sollte lieber versuchen, hier rauszukommen. Natürlich mit meinem Kätzchen, nicht alleine. Ja, natürlich. Was steht denn da? Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und mir. Hm? Das ist nicht zu Hause. Sie haben mich wohl für eine Katze gehalten. Sie können mich nicht lieben. Sie kennen mich nicht mal. Ja, ja, wenn man sie sich schon so ansieht, dann kann ich schon verstehen, dass sie dich für eine Katze halten. Es macht Spaß zu sehen, was Leute so zu Hause haben. Mal sehen. Flaschen, ein Milchkrug und Trockenblumen. Nichts Interessantes. Auch nicht der Totenschädel? Ein Kopf von einem Menschen, glaube ich. Totenköpfe sehen immer so glücklich aus. Ja. Vielleicht haben sie noch nicht gemerkt, dass sie tot sind. Das kann schon sein, dass sie es nicht gemerkt haben und deshalb so glücklich sind. Oh mein Gott, wie süß geschockt sie ausschaut. Sind das Augen? Bäh. Vielleicht wollen sie gerne Dinge sehen, also brauchen sie mehr Augen. Vielleicht. Ich habe meine Pillen, mit ihnen sehe ich viele verrückte Dinge. Ja, das stimmt wohl. Dafür brauchst du nicht mal ein paar extra Augen. Ich mache das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Ich mache das Fenster auf, damit der kalte Wind reinkommt. Entscheid dich mal, was willst du jetzt, kalten Wind oder nicht? Ein Bild von einer Teekanne mit gemaltem Tee drinnen. Ja, sieht man noch nicht. Mit Zitrone und Honig. Woher weißt du das denn? Ein Bild von einer Teekanne. Ja gut, das haben wir schon gehabt. Ich muss das mal ein bisschen leiser hier drehen, weil irgendwie dröhnt mich die Musik gerade sehr zu. Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Streichhölzer anzünden mag ich aber nicht. Ich meine, das sieht für mich auch eher nach so einer elektrischen Herdplatte aus. Ich glaube nicht, dass du da irgendwas anzünden musst. Solltest du auch nicht. Es fühlt sich immer so an, als könnte ich mein Gesicht verbrennen. Ich finde den Geruch von Streichhölzern eigentlich ziemlich angenehm. Oh. Das Messer mit dem Schleifchen sieht doch hübsch aus. Ich glaube, das will ich haben. Oh, ein scharfes, glänzendes Messer könnte noch nützlich sein. Aber ich hätte das Schleifchen gerne dazu. Dann halt nicht. Spachtel. Klingt wie Schachtel in einem Spa. Jo. Lecker. Keks in allen Farben, Geschmacksrichtungen. Nimm mit. Nimm mit. Dann halt nicht. Honigbär, du schmeckst himmlisch. Ich fand die Flaschen immer sehr cool. Ich war immer sehr traurig, dass wir nie so eine Honigflasche hatten. Ich wollte die immer haben, einfach nur wegen dem Bärchen. Bei Mehl muss ich niesen. Aber das fühlt sich lustig an. Bei Mehl? Okay. Um meine kleinen Händchen abzutrocknen. Ja, nach dem Blut, wenn du dann die Schwestern tötest. Also nimm mit. König Leos Backpulver. Damit macht man die größten Küchlein. Und warum nimmst du das mit? Ein Kiefernzapfen. Ich habe Angst, ihn anzufassen. Ja, sonst piekst er dich wieder. Kann ich verstehen. Ich habe keine Suppe. Ich brauche keinen Löffel. Es ist auch ein etwas zu großer Löffel dafür. Oh, der Boden schaut ja anders aus. Warum ist dieser Teil in schwarz und weiß gemalt? Wahrscheinlich ist eigentlich das Ganze schwarz und weiß und das Rot ist das Blut von den anderen Kätzchen, das die Mädels hier hatten. Vielleicht hatten sie nicht genug Farbe, um alles anzumalen. Ich glaube, jeder hatte einen anderen Stil und Geschmack. Ja, das ist wohl wahr. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Arme Bäume. Oh. Ich frage mich, ob sie die ganze Zeit schreien, während sie verbrennen. Dabei hat sie wieder so glücklich ausgeschaut. Ich hab's gesehen. Ich hab's ganz genau gesehen. Da war ein Lächeln. Mr. Midnight? Diese Mädchen? Sie haben mein Kätzchen genommen. Ich will ja nicht egoistisch sein, aber das ist mein Kätzchen. Aber ich mag ihre blauen Kleider. Ich glaube, das ist nur ein Kleid.
Ich glaube, das sind nicht zwei Kleider. Kann ich eigentlich da noch extra drauf drücken oder ist das auch nur der Herd? Ja, das ist nur der Herd. Okay, ich glaube, ich habe jetzt hier soweit alles erwischt. Ich schaue zuerst mal die Sachen so an. Was steht denn da? Backpulver macht weichen Teig größer und schöner. Und du? Ein scharfes Messer, um zu schneiden und mich zu wehren. Ja, das auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, wie die Welt hier so aussieht. Oh. Das hatte ich jetzt ehrlich nicht erwartet. Nein. Oh, du hast es scheinbar gemütlich da, kleines Baby. Ja, absolut. Hat deine Mami dich fallen lassen? Sie hat das bestimmt getan, weil sie krank war. Es ist nicht deine Schuld. Na ja, gut, wenigstens da hat sie wahrscheinlich recht. Du wirkst frisch. Lebst du noch? Du bist ein kluges kleines Baby. Du hast deine Plazenta mitgenommen. Oh Gott. Die Plazenta ist wie ein Jetpack aus Blut und Nährstoffen. Ja, es war ein sehr kluges Baby. Es hat gleich was zum Essen mitgenommen. Okay. Hallo, kleines Baby. Was machst du hier? Niemand liebt dich, aber du bist so hübsch. Ich mag dich. Immerhin bist du an der Wand wie ein Bild. So kann dich jeder sehen. Ja, da, ich finde es schön, dass Fran da so kindlich und naiv auf alles reagiert, weil, okay. Eine geheime Flasche mit einem Geheimnis drin. Ich bin gerade sehr neugierig. Was könnte es sein? Gute Frage. Kann ich da raufklettern? Kann ich. Oh. Wahrscheinlich muss ich das irgendwo durchschneiden. Ja, da kann ich es dann durchschneiden. Oh Gott. Ich komme da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Kannst du eine Brücke zeichnen? Nee, kannst du nicht. Schade. Okay. Wenn ich jetzt wieder die Pille nehme, schade. Ist nix. Okay, also wir brauchen erstmal irgendeine Brücke, um da hinzukommen. Verstehe. Also irgendwas, was man als Brücke nutzen kann. Ah ja, das sind mal Streichhölzer. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich habe Streichhölzer, um Licht zu machen. Oder nur zum Spaß. Eine Streichholzschacht mit vielen Streichhölzern. Hm. Die riechen nicht. Müssen Plastikblumen sein. Wie enttäuscht sie guckt. Ja, naja. Die muss man wenigstens nicht gießen. Sieht wie eine Pflanze aus. Ist die auch nicht echt? Oh, ein tanzender Teddy. Er hat keine Schuhe. Oh. Aber er hat eine Krawatte. Das macht Teddy glücklich. Oh. Ja, vielleicht können wir ihm ein paar Schuhe zeichnen. Das Fenster ist abgeschlossen. Toll. Oh. Okay, mehr kann man hier nicht machen. Auch gut. Okay, ich hab's verstanden. Man kann hier nicht mehr machen. Was gibt's denn hier alles? Fangen wir mal hier oben an. Die Tasche riecht komisch. Die fasse ich nicht an. Na gut. Bohnen mag ich nicht so gerne. Salz, eine sehr gute Zutat. Hm. Riecht wie das Gras, das wir im Garten hatten. Oh, es ging auf. Und was ist da drinnen? Was für ein komisches kleines Ding. Sieht aus wie ein Samen. Hm. Ich frage mich, wer der Champion ist, der es... Der... Was? Ich frage mich, wer der Champignon ist, denn er ist der Champion. Champion, ah, okay. Jetzt war ich ein bisschen irritiert. Eichhörnchenteile? Das will ich gar nicht wissen. Nein, das arme Eichhörnchen. Mein Kätzchen spielt gerne mit Oliven. Ich glaube, er hält sie für Insekten. Sie wehren sich zumindest nicht so böse. Wenn hier Knoblauch ist, gibt es keine Vampire. Immerhin. Okay, da will sie nichts. Pfeffer. Immer gut, um die Suppe zu würzen. Wollen wir jetzt wirklich irgendwas kochen? Was? Ich nehme niemandem das Essen weg. Zumindest nicht alles. Ne, nur Salz, Backpulver und Pfeffer. Was für eine hübsche Dose. Wir nehmen niemandem das Essen weg. Wir nehmen nur die Gewürze weg. Was ist denn das? Ein seltsamer Samen. Ich frage mich, welche Blume daraus wachsen wird. Achso, und Salz und Pfeffer wurde jetzt gleich kombiniert. Na dann. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann ich Backpulver auf den Samen schütten und dann wird der größer oder so.
Ich setze mich nicht hin. Aber nimm ihn mit. Du nimmst alles mit. Nimm den Hocker mit. So, ich will nur mal ganz kurz ausprobieren. Ich habe jetzt das Fenster offen. Ich mache es jetzt mal zu. Oder war es vorhin auch schon zu, wie ich dann in die andere Welt gereist bin? Gute Frage. Mal schauen. So. Also erstens versuche ich jetzt Reflexion. Reflexion des Mondlichtes, okay. Oh. Wow, das ist eine wirklich schöne blaue Rose. Okay. Ich habe jetzt eine blaue Rose. Warum habe ich eine blaue Rose? Was mache ich damit? Eine magische blaue Rose. Sie wuchs auf dem Wasser. Entschuldigung, Leute, dass ich das jetzt irgendwie weggeklickt habe. Ich wollte eigentlich schauen, ob ich noch irgendwas mit dem Mondlicht machen kann. Das haben wir halt nicht gesehen, wie die schöne Rose wächst, sondern hatten sie einfach im Inventar. Aber naja. Nichts, natürlich. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ich wusste nicht mal, dass es da irgendwas gab. Aber gut. Jetzt will ich das einmal versuchen mit dem Backpulver. Nicht mit Fran. Geht nicht. Fran. Fran. Ich wollte Fran sagen, nicht mehr Fran. Kann ich die mit irgendwas benutzen? Mondlichtrose, das klingt ja süß. Scheinbar ja nicht. Aber geh erstmal da wieder rauf. So. Dahin und dahin und dahin. Kannst du das Messer nicht einfach werfen? So Wurfmesser-mäßig? Wieso nicht? Wirf einfach. Das geht schon. Und wenn es halt daneben geht, dann musst du wieder runterklettern und. Und. Es aufheben. Kann jetzt die magische Mondlichtrose irgendwas? Nee, auch nicht. Baking Soda. Damit werden Küchlein größer. Bist du damit auch größer? Nein. Okay. Und mit der Stufe? Das kann ich nicht tun. Oh, warte mal. Ich habe gerade irgendwie einen ekligen Huch! Ja, aber das machst du, von da oben herunterspringen. Naja, dann. Nee, das geht nicht, okay. Ich dachte, damit wird das Küchlein größer. Und so ein Blödsinn. Aber gut, das nicht. Schauen wir mal, ob wir hier in dieser Welt die blaue Rose für irgendwas verwenden können. Achso, ich habe mich ja hier noch gar nicht umgesehen mit der Pille. Hopsala. Ganz vergessen. Schauen wir mal, was hier so ist. Oh. Auch nur das. Also ist es in beiden Welten quasi. Kannst du denn da hin? Oh, kann ich, okay. Ich habe da kein Auge gesehen, deshalb dachte ich, ich kann da nicht hin. Sieht auf jeden Fall alles sehr hübsch aus, auch wenn ich das ein bisschen fies finde. Das gehört sich nicht. Ah ja, das war quasi der Hinweis dafür für die blaue Rose. Das war eine seltsame Frau. Ich mag die blaue Rose. Ich habe noch nie eine Rose im Meer gesehen. Bestimmt eine alte Geschichte. Vielleicht gab der Mond ihr die Rose, weil er sie liebt. Ja, das wäre halt quasi der Hinweis dann gewesen. So ein kleines Haus am Ende der Welt. Ein Strandspaziergang würde nicht lange dauern. Bestimmt. Scheinbar lebt hier jemand. Sie haben einen Kamin. Da sind sie noch getrennt. Clara und Mia, glaube ich, hießen die, oder? Ihre Gesichter kommen mir bekannt vor. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte es sein? Nee, ich schätze mal, das sind die beiden Mädels, die dich da hineingeworfen haben. Gehen wir uns mal hier weiter um. Ist das ein fliegendes Schwein? Oh. Eine Vase, um Blumen reinzustellen. Da ist Asche drinnen. Ja, dann ist es wohl keine Vase, um Blumen reinzustellen. Eine Blumenvase mit Asche drinnen. Kann ich das kombinieren? Ah, klappt nicht. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, aber gut. Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Er wollte seinen Kopf nicht repariert haben. Er wollte, dass sein Kopf an der Wand bleibt. Ich Dummerchen. Ja, das macht schon Sinn. Feuerholz, das darauf wartet, verbrannt zu werden. Gemütlich und warm. Ich könnte hier Dinge verbrennen. Dinge, die ich nicht brauche.
Aber man weiß ja nie, wenn man diese Dinge braucht, wann man diese Dinge braucht. Hopsena. Sagt sie da noch was anderes? Nein. So, das Wichtigste kommt am Schluss. Kuchen. Schokoladenkuchen. Mein Lieblingskuchen. Soll ich? Vielleicht nur ein bisschen. Ich habe gerade so ein Déjà-vu à la Pan's Labyrinth. Lecker. Das war wahrscheinlich keine so gute Idee, aber ist mir egal, es ist Schokokuchen. Süße Süßigkeiten. Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Ich könnte den ganzen Kuchen essen. Ja, solltest du vielleicht nicht. Mit Karamellsoße drüber. Oh Gott, ich bekomme Hunger. Lecker und wunderschön. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ja, mir auch. Zucker in vielen Farben. In der Teekanne ist gar kein Tee. Nein, das sind Blümchen. So kann man natürlich auch eine Teekanne verwenden. Warum auch nicht? Das ist nicht meine Tasse. Aber bestens dann. Und die Kerze? Nein? Keine Kerze. Okay. Ich bin so hungrig. Es wird schon niemanden stören, wenn eins fehlt. Oh. It tasted fabulous. Habe ich gerade das Achievement bekommen. Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee war. Egal, ich habe jetzt einen Kuchen gegessen. Es wird schon alles gut gehen. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich von irgendeinem Viech auffressen. Okay, man landet immer hier. Das finde ich interessant. Aber ich habe noch zu wenig Hinweise. Also zumindest habe ich noch keine Ahnung, was ich mit meinen Sachen hier da machen soll. Kann ich denn das zum Beispiel mit dem Feuerholz verwenden? Na, es macht mich wütend, wenn etwas nicht klappt. Ja, mich auch. Mich auch. Oh. Ich gehe da mal wieder. Viel Spaß noch. Gott, ich will nicht mit der reden. Die ist gruselig. Oh, verdammt, jetzt ist sie weg. Ups. Entschuldigung, aber ich wollte nicht mit der reden. Die war gruselig. Da war ein Geistermädchen. Es geht nicht. Oh mein Gott, der Geruch. Armes Mädchen. Wer hat dir das angetan? Und warum? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen und mich beschützen. Ich hätte wahrscheinlich mit dem Mädchen reden können, aber ist mir egal. Es war ein Geistermädchen. Ich rede nicht mit Geistermädchen, die sind gruselig. Viele kleine Gemälde. Und da ist eine Katze. Wenn ich groß bin, werde ich viele Katzenbilder an der Wand haben. Das ist kein so... Willst du das wirklich als Ziel haben? Ganz viele Katzenbilder? Oh, egal. Mach ruhig. Mach, was du möchtest. Andere Dinge auch. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Was stand da noch? Aber ich bin nicht groß. Aber du bist noch groß. Ganz bestimmt. Brennende Kerzen. Hä? Warte mal. Ist das die große Ameise aus dem Wald? Er könnte es sein. Nur etwas jünger. Jens. The Blueberry Tree Volume 2. Antonia the Greatest, Luciana Muran, Queen of Meat. Okay. Jens, ich glaube, den Namen habe ich schon mal gelesen. Oder Jens? Hä? Warte mal. Achso, das wiederholt sich jetzt. Okay. Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob er funktioniert. Mal sehen. Oh, und der Wind hat aufgehört. Okay, er hat nicht aufgehört. Oh, er funktioniert. Ich sollte lieber leise sein, aber die Musik war cool. Vor allem übertönt es die blöden Fliegen da. Also mach's bitte wieder an. Dankeschön. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Ja, die Augen zumindest. Beide sind neugierig, beide töten Mäuse. Wieder der Blick dazu. Und beide sind gute Begleiter von Hexen. Das stimmt wohl. Hedwig. Ich vermisse Hedwig. Da sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. So viele, dass mir ganz schwindelig wird. Ich lasse das hier. Doch, nimm mit. Bücher sind gut. Oh, das sieht es aus. Manu. Oh, eine Schreibmaschine und sie funktioniert. Ich glaube, ich könnte etwas schreiben, aber ich brauche Papier. Und ein guter Autor muss erst wissen, was er schreibt. Na,
Ach was, das geht. Einfach los, drauf losschreiben. Habe ich denn irgendwas, was man als Papier verwenden könnte? Das könnte man als Papier verwenden. Schade, was auch nicht. Jo, ich schätze mal, wenn ich jetzt hier auch wieder auf die Pillen drücke, ja, dann bin ich wieder in diesem Wasserturm, schätze ich immer. Ja, bin ich. Ich frage mich ja, was es mit diesen Babys auf sich hat. Ich meine, Brunnen, Kind ist in einem Brunnen gefallen. Das ist so das, was ich natürlich als erstes assoziiere damit. Gehe ich hier links rauf oder gehe ich rechts erstmal rauf? Ist auch keinen Unterschied irgendwie. Ich gehe mal hier rauf. Ein Hexenbesen. Oh. Ein Besen zum Wegfliegen oder um sauber zu machen oder um ihn als Brücke zu verwenden. Ein Besen, um zu fliegen. Hoch, Fran. Die fliegende Hexe. Ein Monster, das Ziegen mag. Die Ziege sieht wütend aus. Ich finde eher, sie sieht traurig aus. Ich glaube, er ist kitzlig. Oder genervt. Oder beides. Ich finde das übrigens sehr schön mit dem Blümchen drumherum. Müsste ich auch machen. Aber ich habe keine Treppe. Die Schublade ging auf. Mal sehen, was drinnen ist. Schwarze Kerzen, um die Dunkelheit zu beleuchten. Schaut auch gar nicht irgendwie creepy aus oder so. 5 Kerzen, um meinen Weg zu erleuchten. Ich hoffe, das wäre gut, dass wir die dabei haben. Ganz viele Bilder mit Rosen und da wieder die beiden Mädchen. Die Schwestern, sie sehen sich so ähnlich. Rosa und Blau, genau gegensätzlich. Die Schwestern, sie sehen sich so ähnlich. Jetzt ärgert es mich echt, dass ich mit dem Geistermädchen nicht interagiert habe, aber mein erster Reflex ist, bei Geistermädchen wegzulaufen. Meine Güte, das ist gemein. Eine gemalte rote Rose. Oh, eine Leiter. Ups. Vielleicht ist mit Mr. Midnight da oben. Gott, erschlag dich nicht damit, Mädchen. Ja, aber da gehe ich jetzt noch nicht hinauf. Weil ich verspreche, mit dem nächsten Geistermädchen rede ich. Versprochen, Leute. Ew. Obwohl, wenn ich das hier so sehe, vielleicht will ich doch nicht mit dem nächsten Geistermädchen reden. Ein Spiegel. Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Hallo? Der Spiegel tut nicht, was er soll. Ja, der ist kaputt. Er hat ein kleines Schlüsselloch. Vielleicht ist es nur Dekoration. Ein Schlüsselloch in einem Auge. Nein, ich glaube, das zeigt, dass wir da... Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel und der zeigt uns dann irgendwas, könnte ich mir vorstellen. Eine Pinzette, um Dinge aufzuheben, die ich sonst nicht aufheben kann. Gut, haben wir schon mal das? Das Parfum riecht wie Teenager. Wie riecht denn ein Teenager? Schön, sehr mädchenhaft. Ich glaube, ich werde sehr mädchenhaft, wenn ich groß bin. Sehr mädchenhaft und sehr katzenliebhaberisch, ja. Ganz bestimmt. Aber ich frage mich immer noch, was das für ein Teenager-Duft ist. Der neue Duft von Gucci. Le Teenager groß. Keine Ahnung. Klingt komisch. Überall weiße Kerzen. Ich habe schwarze Kerzen. Bäh, da ist das Monster und so viel Blut. Dann bin ich wohl nicht die Einzige, die ihn sehen kann. Aber warum hat denn der einen Totenschädel in der Hand? Der sieht so glücklich aus. So, hey, hier ist mein Freund. Das ist Fridolin. Fridolin, der Schädel. Hält er da einen Kopf? Ich muss vorsichtig sein. Ja, das ist Fridolin. Der tut dir nichts. Das sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. Das ist wohl die Mutter von den beiden Mädchen. Eine Mami, die 2 Babys hält. Ich habe so eine leise Vorahnung und Befürchtung. Ich frage mich. Ich habe so die Befürchtung, dass es eigentlich nur ein Mädchen gab. Oder beziehungsweise es waren Zwillinge am Anfang. Und eines ist aber gestorben. Und der Geist ist aber beim Mädchen geblieben, so auf die Art. Und war halt eifersüchtig auf das Mädchen, das es noch gelebt hat. Und hat deshalb alle getötet oder so. Das ist jetzt so meine Vermutung. Mal schauen, ob es stimmt. Ich glaube, eines Tages finde ich es heraus. Ja, das glaube ich auch. Puppen sind wie leere Menschen. Ich frage mich, was das soll mit den Puppenköpfen und den Rosen. Puppen sind wie leere Menschen. Ja, danke. Jetzt möchte ich noch weniger Puppen bei mir zu Hause haben. Meine Tochter wird niemals Puppen kriegen.
Ich werde mich hinlegen und schlafen, wenn ich zu Hause bin. Tante Grace hat das Bett bestimmt frisch bezogen. Ich liebe es, meinen müden Kopf auf ein sauberes Kissen zu legen. Und auch hier wieder das Auge und das verkehrte Pentagramm. Das, was wir ja gelernt haben, ist ja dann die Dämonenbeschwörung. Wenn ich jetzt richtig das im Kopf habe. Jade hat das sehr schön ausführlich in einem Kommentar beschrieben. Und ich bin natürlich wieder doof und hab's vergessen. Was war das hier nochmal? Ich weiß, das ist auch irgendein keltisches Symbol. Ich bin gespannt. Warte mal, sie sagt sogar... Achso, das sind die Puppen da oben. Meine Güte, wieso sagst du dazu nichts? Bäh, diese Spielzeuge sind so hässlich. Ja, das sind sie allerdings. Ich hoffe, das haben sie nicht gehört. Der hat sicher gehört. Der will dich auch gleich noch töten, wenn du dich umdrehst. Ich will nicht, dass sie mich fangen und töten. Entschuldigung. Hallo Puppe, wer hat dich denn da gefangen? Ich hoffe, mir passiert so etwas nie. Oh. Ich glaube, wenn ich clever genug bin, wird das auch nicht passieren. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie so ein Hint an mich, so ja, bitte sei klug und verhindere, dass ich gefangen werde. Ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ah, überall Wasser. Ich fühle mich so hilflos. Ach, das Bild. Das war wohl das Haus. Hier. Und weil ich nicht schwimmen kann, muss ich navigieren oder so. Mein Kätzchen hat auch richtig Angst vor Wasser. Gute Voraussetzungen, würde ich sagen. Bin ich denn hier auch in dem Wasserturm? Oh. Oh. Das ist eher gut. Das macht schon irgendwie Sinn, weil... wir sind hier im zweiten Stock gewesen. Oder eigentlich im ersten Stock. Im ersten Stock und jetzt sind wir im Erdgeschoss. So, ich versuche mal jetzt den Besen hier als Brücke zu nutzen. Mal schauen, ob das geht. Geht das? Das klappt nicht. Ha. Aber warum nicht? Ah ja, so geht das. Okay. Sieht stabil aus. Mal sehen. War wohl doch nicht so stabil. Kann ich dann mindestens wieder einsammeln? Böses Besenstück. Böse, böse. Jetzt schimpf den armen Besen nicht, sondern nimm ihn wieder mit. Wir können sicher irgendwie zusammenkleben. Ha. Nimm doch den mit. Hör auf, den armen Besen zu schimpfen. Der kann doch auch nichts dafür. Na gut, jetzt bin ich wieder hier. Ich weiß, ich habe oben noch die Treppe, aber ich möchte jetzt erstmal diese Treppe hier untersuchen. Die Stufen enden an einer Wand. Vielleicht war das meine Tür. Und jetzt ist sie verschwunden. Oh. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Ach so. Verstehe. Okay. Gut. Aber dann ist das wenigstens geklärt. Das ist dort, wo wir hergekommen sind. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das mit den Törtchen eine schlechte Idee war. Oh well. Oh. Es ist ein bisschen dunkel hier. Können wir Licht machen? Ich möchte meine kleine Handtasche nicht verbrennen. Ja, ich will aber, dass du sie mit den Kerzen... Sollst du die auch rausnehmen? Ja gut, dann halt nicht. Ich fasse nichts an, bevor ich sehen kann, was es ist. Dann 5 Kerzen, um meinen Weg zu erleuchten. Achso, hier habe ich einen Lichtschalter. Den sollte ich vielleicht mal betätigen. Oh. Ein Fuchsi. Hi, Lucy. Wieso hängst du hier so rum? Wieso machst du das? Das finde ich nicht nett. Immer schleicht sie sich in meine Let's Plays. Herr Ratte, es ist Zeit aufzustehen. Oh, das ist eine Ratte. Ich dachte, das wäre ein Schuh. Vor einer Weile habe ich eine andere Ratte kennengelernt. Herr Ratte, sind Sie müde? Hallo? Oh. Ja, ich glaube, er ist nur müde. Einige Platten. Ich glaube, ich bin nicht in Stimmung für fröhliche Musik. Warum denn nicht? Fröhliche Musik passt jetzt sicher ganz gut zur Situation. Die Spielzeuge auf dem Dachboden sind irgendwas. Sehr verständlich. Ich möchte nicht auf dem Dachboden versauern. Sind immer so traurig. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe auch ganz viele Kuscheltiere im Keller. Aber die haben einfach keinen Platz in der Wohnung. Das ist ein großer Regenschirm. Kannst du den nicht mitnehmen und dann mit dem über die eine Stufe zur anderen hüpfen? Ein verstaubter Spiegel und ein paar andere Dinge. Ich stecke meine Hände nicht in die Kiste. Warum nicht? Du steckst sie überall sonst wohin.
Da sind bestimmt 1000 Spinnen drin. Ja gut, das erklärt's, das verstehe ich. Ganz viel Kleinkram. Ist das der Kopf eines Engels? Auf einem Dachboden findet man immer merkwürdige Dinge. Das stimmt, ich habe keinen Dachboden, deshalb gibt es bei mir auch keine merkwürdigen Dinge. Okay, dann mit denen da noch reden. Ich mag mein Kleid, aber die sind auch schön. Ich finde deins hübscher. Zieh das bitte nicht an. Ich glaube, die brauche ich nicht. Ich hoffe, niemand steckt hinter der Maske. Toll, solch Angst. Eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. Ja, das kann ich verstehen. Warum sitzt du hier? Es gibt doch so viele Puppen zum Spielen. Aber ich werde mit keiner von ihnen spielen. Die sehen gruselig aus. Ja, hoffentlich haben sie das jetzt nicht gehört. Oh, schauen wir mal. Die Schwestern. Sie haben die gleiche Jacke wie ich im Krankenhaus. Aber wenn es Schwestern sind, warum sind sie so alt? Nee, auch Schwestern können alt werden. Das ist so normal. Ein Skorpion. Skorpione machen mich nervös. Sie haben immer ihren Hintern hoch oben, um dich zu stechen. Vielleicht ist es ein Sternzeichen. Ich bin Schütze. Ja, schau, dann kannst du Leute auch stechen mit deinen Pfeilen. Also sei hier nicht so diskriminierend, ja? Außerdem stechen sie dich nur, wenn sie Angst haben. Alles gut. Füchschen, oh nein, ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Was haben die für ein Problem? Armes kleines Füchschen, ja genau, arme kleine Lucy. Ew, das bewegt sich ja. Ich hoffe, eines Tages finde ich... Entschuldigung, ich war jetzt gerade abgelenkt. Das hat sich bewegt, das ist irritierend. Und es bewegt sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit und ihr seht das schon die ganze Zeit und ich sehe es erst jetzt. Was hat sie denn noch gesagt? Ich finde einen lebenden Fuchs zum Reden. Ja, das hoffe ich auch. Oh, hallo kleine Babys. Wer hat euch zusammengenäht? Sieht so aus, als ob es weh tut. Nicht weinen, ja? Ihr solltet lächeln und nett sein. Zeit zu schlafen. Okay. Kleine Babys, die zusammengenäht sind. Das ist okay, das ist normal. Diese Schuhe sind mir zu groß. Diese Schuhe sind mir zu groß, immer noch okay. Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Das war gerade. Du bist ein bisschen spät dran, Häschen. Legst du Eier oder klaust du sie von einem Huhn? Und wie werden die Eier zu Schokoladeneiern? Ich habe so viele Fragen. Ich wünschte, du könntest mir antworten. Nein, 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 antworte nicht. Antworte nicht. In diesem Haus sollen wir bitte nichts antworten. Die Babys fand ich jetzt gerade schon irritierend genug. Mr. Midnight, bist du hier? Kätzchen? Miau. Ich habe dich gefunden. Oh, du bist es. Oh mein Gott, mein geliebter Freund, ich habe dich gefunden. Fran, bist du es wirklich? Oh Mann, endlich. Ich bin es. Komm näher, bitte. Lass mich dich ansehen. Bitte nicht. Oh, sie ist es wirklich. Oh, Fran, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt. Und hier bist du. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich. Oh, ich liebe dich auch, Mr. Midnight. Und ich habe dich wirklich vermisst. Oh, liebe Fran, wie hast du diesen Ort gefunden? Als diese Leute dich in den Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, etwas Futter zu fangen, um mich zu erholen, aber... Etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Oh, mein Liebling, ich werde diesen Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Fran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum. Oh, alles wird gut werden. Wir müssen nur hier raus. Fran, kann ich dich was fragen? Ja klar, Mr. Midnight, was ist los? Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Ja, habe ich. Du hast gesagt, ich soll dir Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin? Fran, ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Ich glaube, jemand hilft uns, zusammenzufinden. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte, fühlte ich die Präsenz von etwas anderem. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich, aber es war sehr friedlich und nett. Nun, was auch immer es ist gut und es führte uns zusammen. Fran, hast du das gehört? Hast du?
Oh, ich schau mal. Ich versuche den Schlüssel zu finden und dich zu befreien. Ich liebe dich. Oh, endlich haben wir Mr. Midnight gefunden. Los, Fran, bitte hol mich aus diesem Käfig. Finde den Schlüssel. Okay. So, aber mit dieser wunderschönen Nachricht, endlich mal etwas Gutes, mit der schönen beruhigenden Musik im Hintergrund, entlasse ich auch, euch auch für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und nehmt es mir nicht zu übel, dass ich mit dem Geistermädchen nicht reden wollte, sondern ihr erstmal geflüchtet bin. Könnt mir ja gerne sagen, ob ihr damals, wenn ihr das Spiel gespielt habt, mit dem Mädchen geredet habt oder ob irgendwas passiert, wenn man mit dem redet oder ob sie einfach puff und weg macht, wenn man zu ihr hingeht. Das kann ja auch sein. Aber ja. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Franbo. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!